So, Freunde des Functional Fitness, Coach AZ meldet sich mal wieder. Hier soll jetzt mal eine Serie folgen, wo ich ein bisschen mehr darüber spreche, was ich so mache. Die letzten Videos waren viel einfach nur kleine Trainingssequenzen, vielleicht war es auch mal eine komplette Trainingseinheit. Und ich will den Kanal auch dafür benutzen, ein bisschen mehr Insights zu geben in das, was ich so mache als Coach, in das, was ich so mache als Athlet, was ich so an euch weitergeben kann, an die Community, in Abständen von mir preiszugeben, wenn für euch interessant sind, den Kunden für Erfolge erziele, was ich überhaupt für Kunden habe, mit wem ich gerne zusammenarbeite, wer mit mir gerne zusammenarbeitet, welche Themengebiete man über mich abdecken kann. Das sind so Fragen, die in letzter Zeit öfters mal so auf mich zugekommen sind. Und hier auf dem Kanal gibt es die Möglichkeit, einfach da nochmal ein bisschen stärker drauf einzugehen. Dass ich das vergangene halbe Jahr die Ausbildung zum Diplom Strength Coach in Wien im Intelligent Strength bei den Pürzel-Brüdern erfolgreich absolviert habe, da bin ich sehr stolz drauf. Das war eine sehr intensive Zeit. Da ging es um die 12 Wochen ging, die wir auch an uns selber austesten durften, manche vielleicht sagen auch mussten. Ich finde durften, es war eine Ehre, das zu machen. Ich hatte das vorher noch nicht so durchgemacht, nicht so in der Art, nicht so kompakt. Dann gab es verschiedene Krafttests, die man absolvieren musste in den, sage ich mal, Mainlifts. Da gibt es ein Video dazu auch, findet ihr auf dem Kanal auch. Also sowohl zur Diät als auch zu den Krafttests. Und am Ende gab es noch eine mündliche Abschlussprüfung und alles insgesamt hat dann dazu beigetragen, dass ich denn das erfolgreich absolviert habe. Mir ging es jetzt nicht unbedingt primär um das Diplom. Mir ging es hauptsächlich darum, neues Wissen zu erlangen, Kunden besser betreuen zu können, besser in verschiedene Themengebiete reinzuschauen, einfach ein tieferes Wissen nochmal zu erlangen. Von der Qualität her definitiv auch die beste Ausbildung, die ich bisher genießen durfte. Danke an alle Beteiligten, die das Ganze möglich gemacht haben, und das war auch eine Entscheidung, die ich so ungefähr vor einem Jahr getroffen habe, dass ich mich auf jeden Fall nochmal weiterbilden wollte, und da habe ich mich dann dafür entschieden, das war genau das Richtige, und ich habe einfach in verschiedene Themengebiete wie Nutrition, Betreuung, Ernährungscoachings, Technikchecks, tiefer einzutauchen, das hatte ich wie gesagt sowieso vor, nur ich brauchte ein bisschen einen Fahrplan dafür, welche Eckpunkte da wichtig sind und auf was man da achten muss von der Coaching-Seite, welche Kunden dafür geeignet sind. Und jetzt ist das System am Laufen, ich habe Coaching, was sich dahinter verbirgt, da kann man auch noch mal ins Detail ein bisschen gehen. Zu der Wettkampfsaison 2022, ich hatte da Anfang des Jahres auch mal ein Video dazu gemacht, ist Folgendes zu sagen: Wir haben uns im Dreierteam, also zwei Trainingskollegen von mir, haben uns im Dreierteam zusammengetan und einen Qualifier gemacht für ein offiziell lizenziertes CrossFit-Event in Ägypten, in der Nähe von Kairo stattfinden. Wir nehmen nur nicht teil, also wir haben die Qualifier gemacht, wir haben uns auch qualifiziert. Sehr geil, habe ich nicht erwartet. Ich wusste nicht, ob das realistisch ist oder nicht. Also ein Team zu dritt, drei Männer. Und aus terminlichen Gründen, organisatorischen Gründen, werden wir da leider nicht antreten. Also das ist das Update dazu. Die Qualifier waren cool, so cool, dass wir auf jeden Fall versuchen, das nächstes Jahr wieder zu machen. Ich hätte da gerne mitgemacht. Ein internationales Event, ein offizielles CrossFit-Event. Ich habe von einem Kollegen ein paar Videos gesehen, ein paar Bilder gesehen. Das waren sehr interessante Eindrücke und es wäre eine geile Erfahrung gewesen. Es soll nicht sein, nächstes Jahr once again. Dann Gedanken, die dann noch in meinem Kopf rumschwirren, was Wettkämpfe angeht. Natürlich Fitness-Bundesliga wird jetzt in die Region Battles gehen mit dem Athletic Club in Leonberg. Das ist ja unser Team-Event, wo wir die letzten Jahre immer regelmäßig teilgenommen haben. Wir werden also das Team jetzt die nächsten Wochen auf die Beine stellen, wer tritt an, welche 8 Athleten treten an. Unser Region Battle findet dann im November statt, am 6. November. Dann wird auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres wieder ein Hyrox Double mit dem Chris folgen. In Stuttgart gehe ich davon aus, vielleicht in Karlsruhe auch.
Da wird es dann eine Phase geben, wo wieder ein bisschen mehr Cardio auf dem Programm steht oder im Mittelpunkt steht. Und ich habe, wie gesagt, noch ein paar Ideen, was man so machen kann für Events, wo die dann stattfinden werden. Also Europa, wie gesagt, habe Ideen, Einzelwettbewerbe, zu zweit, Dreier, Team, was auch immer. Mir geht es hauptsächlich darum, Erfahrung zu sammeln. Functional Fitness-Segment, CrossFit-Segment, Wettkämpfe zu machen, dafür trainiere ich, bin ein Wettkampftyp. Ich habe über 10 Jahre Wettkämpfe in meiner Jugend schon gemacht. Das war damals das Thema Leichtathletik, Sprint, Weitsprung und so weiter. Deswegen ist es für mich nichts Außergewöhnliches, unter der Woche zu trainieren und am Wochenende einen Wettkampf zu haben. Und beim CrossFit ist das Ganze, wie gesagt, ein bisschen anders, weil ich liebe diesen Sport, weil es einfach so unterschiedliche Arten der Trainingseinheiten gibt, unterschiedliche Arten der Wettkämpfe. Und das ist einfach spannend und ich bin, wie gesagt, ein Wettkampftyp und deswegen habe ich immer Bock, mich auf sowas vorzubereiten, dieses Adrenalin. Eigentlich nur, wenn man einen Qualifier in seiner eigenen Box aufnimmt, auf Video und man weiß, es geht um was, dann, ja, es liegt mir einfach. Ja. Und wenn ich andere damit anstecken kann, dann freut mich das natürlich auch und ja, es wird weitergehen. Okay, also wie gesagt, kleines Update. Bleibt auf dem Kanal. Wie die erfolgreichen YouTuber immer kommunizieren, ganz wichtig ist immer Support von eurer Seite, beziehungsweise auch Feedback von eurer Seite. Also, ihr müsst hier unten auf Abonnieren klicken, ihr müsst die Glocke läuten, ihr dürft gerne Kommentare reinschreiben, ihr dürft das gerne mit Gefällt mir markieren und ihr dürft das gerne weiterleiten. Bringt es in die Welt hinaus, damit die Leute einfach ein bisschen Entertainment haben, ein bisschen Qualität haben zu dem Thema. Und Hinweis, es gibt neue Farben von den Urban Athletics Hoodies. Ja, ich habe ja letztes Jahr damit angefangen, ein paar Farben rauszuballern und jetzt gibt es neue Farben, pünktlich zum Herbst. Die könnt ihr über boxshirts.de bestellen. Das ist, wie gesagt, die Seite, auf denen es die Hoodies gibt. Ich habe die nicht in meiner Garage gelagert, sondern die werden nur gedruckt, produziert, wenn ihr die bestellt, was ich sehr nachhaltig finde. Also wenn ihr Bock habt auf einen schönen Hoodie für den Herbst in geilen, coolen, außergewöhnlichen Farben mit meinem Urban Athletics Logo drauf, ja, hier hinten seht ihr das Logo mit dem Spartaner-Helm drauf, dann let's go, boxshorts.de, Größe bestellen, wohlfühlen. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Video, peace out. This is where they die!